Reparieren war früher, wegwerfen ist heute. Wir leben ohne Zweifel in einer Wegwerfgesellschaft. Die Schweden wollen das jetzt ändern. Wer repariert, zahlt weniger Umsatzsteuer und wird animiert, sich das Wegwerfen zweimal zu überlegen. Der Kampf gegen das Wegschmeißen findet auch bei uns in Salzburg immer mehr Anhänger, berichtet Christine Frankenberger. Jeder einzelne Salzburger entsorgt im Jahr etwa eine halbe Tonne Müll. Damit liegen wir etwas über dem EU-Durchschnitt. Doch nicht alles, was hier im Salzburger Recyclinghof im Max-Glan landet, ist wirklich kaputt. Manches wird sogar wiederverkauft. Endstation für Elektrogeräte hier am Recyclinghof in der Stadt Salzburg. Die gute Nachricht, es landet kaum noch Elektroschrott im Restmüll. Die schlechte? Es werden viele Dinge weggeworfen, die bei weitem noch nicht kaputt sind, nicht am Ende ihrer Lebenszeit angelangt sind, die halt einem neuen Design unterliegen oder die halt der aktuellen Mode nicht entsprechen. So bleibt nicht alles, was wir entsorgen, auch wirklich im Müll. Kleine Elektrogeräte, die noch funktionieren oder sich reparieren lassen, werden bereits jetzt auf Vordermann gebracht und an Sozialmärkte weitergegeben. Das Projekt soll noch ausgedehnt werden. Wir sind gerade dabei, mit Oberösterreich zu verhandeln, damit wir beispielsweise Kühlgeräte oder Waschmaschinen, die noch funktionstüchtig sind, damit wir für die auch einen Vermarktungsweg finden, indem man einen Betrieb hat, der überprüft. Es ist uns leider nicht gelungen, einen Salzburger Partner dafür zu finden. Geglückt repariert. Wieder eine Herrschaft glücklich gemacht. Reparieren hilft gegen Müllberge. Das sagen sich auch die freiwilligen Helfer hier im Salzburger Repair Café. Alle zwei Wochen reparieren sie diese maroden Geräte, um ihre Lebensdauer noch etwas zu verlängern. Da war jetzt ein Schalter kaputt, also im Weg, sagen wir so. Es ist abgenützt, ein Teil, und den haben wir jetzt überbrückt und jetzt geht's wieder. Ja, geht's schon. Ich bin ja der Meinung, die neuen Sachen haben ein Ablaufdatum, ein sehr schnelles Ablaufdatum. So. Und darum ist mir lieber, ich habe das Alte und weiß genau, das geht und das funktioniert und auf das kann ich mich verlassen. Und beim Neuen muss ich immer wieder neu kaufen. Die Helfer verlangen hier kein Geld für ihre Arbeit. Das ist auch der Grund, warum diese Wetterstation noch nicht im Müll gelandet ist. Die Reparatur wäre nämlich teurer als ein neues Gerät. Häufig stoßen die Bastler aber auch an ihre Grenzen. Etwa wenn Geräte so gebaut sind, dass man sie schlichtweg nicht öffnen kann. Etwa bestimmte Flachbildfernseher. Wir konnten es nicht reparieren, weil das ist derartig verschweißt, teilweise die Kunststoffteile, und so verbaut, dass man so diese LED-Leiste ist also ganz schwierigst verklebt und da kommt also da nicht dazu. Und das ist einfach ein Konstruktionsmangel. Ich sage jetzt Mangel, weil das kann man ganz anders konstruieren, dass man also das verhältnismäßig leicht demontieren kann, kommt in diese LED-Reihe hinein, kauft sich ein paar LED-Kosten, eine Bagatelle, und die Sache funktioniert wieder. Und so haben wir aufgeben müssen. Dass Hersteller das frühe Ende ihrer Produkte auf diese Weise ganz bewusst herbeiführen, ist nicht belegt. Trotzdem versucht die EU, diese sogenannte geplante Obsoleszenz zu bekämpfen. Gearbeitet wird an einer Norm, die Elektrogeräte langlebiger machen soll. Denn nachgewiesen ist, dass sie immer früher im Müll landen. Und zu diesem Thema begrüße ich jetzt Sepp Eisenriegler bei mir. Herr Eisenriegler, Sie betreiben seit über 20 Jahren ein Reparaturzentrum und sind in Brüssel dabei, die EU-Norm mitzugestalten, die die Elektrogeräte langlebiger machen soll. Warum hat denn die EU überhaupt ein Interesse daran, dass die Elektrogeräte länger halten? Ja, inzwischen hat sogar die EU-Kommission erkannt, dass man auf einem endlichen Planeten nicht unendlich wachsen kann. Wir sind hier noch immer der größte Wirtschaftsraum der Welt, aber wie kein anderer Wirtschaftsraum der Welt abhängig von Rohstoffimporten. Noch dazu kommen diese Rohstoffimporte zumeist aus politisch instabilen Ländern. Und um jetzt die Versorgungssicherheit der letzten Industriestandorte innerhalb der EU zu sichern, darum hat man eben die Idee entwickelt, von einer linearen Wirtschaft in eine zirkuläre sich zu verändern. Das heißt, man geht mit Rohstoffen anders, besser, sparsamer und effizienter um. Das heißt, man will sich absichern. Wie will man denn große Firmen dazu bewegen, dass sie die Geräte langlebiger machen? Wie kann man da Druck aufbauen?
Naja, den Druck kann man eigentlich nur so aufbauen, dass man schlechte Geräte gar nicht mehr zum Verkauf zulässt. Und daran wird derzeit gearbeitet. In den nächsten 2,5 Jahren entwickeln wir auf europäischer Ebene Standards, die ressourceneffiziente Konstruktion, Produktion und auch den Gebrauch abbilden sollen. Das wird dann sowas wie eine Regel für die Hersteller. Und die, die in dem europäischen Wirtschaftsraum noch was verkaufen wollen, die müssen sich dem unterwerfen und dann mit einer Übergangsfrist von mehreren Jahren vermutlich auch solche Geräte produzieren und in Europa zum Kauf anbieten. Das hieße aber dann auch im Umkehrschluss, dass die Geräte wieder etwas teurer werden, wenn sie länger halten sollen. Was den Einkaufspreis betrifft, sehr wohl. Aber Sie können das auch heute schon vergleichen. Eine hochwertige Waschmaschine, mit der Sie 20 Jahre saubere Wäsche haben können, kostet in etwa 1000 Euro. Wenn Sie 20 Jahre saubere Wäsche haben wollen mit Wegwerfwaschmaschinen, die nur 3 Jahre halten, dann kostet Ihnen das das Doppelte. Vielen Dank für Ihre Einschätzungen. Wer billig kauft, kauft zweimal. 9 Kilo Elektroschrott fallen im Moment pro Bürger und Jahr an. Die EU will diesen Anteil halbieren.